Liebe Genossinnen und Genossen, Dagmar und Micha haben eben schon ganz klar den ganz bunten Strauß der Kommunalpolitik dargestellt, haben gezeigt, wie vielfältig Kommunalpolitik ist und welche tollen Sachen wir da machen können. Spannend ist es jetzt besonders, weil wir sind im Europawahlkampf und in 10 Bundesländern sind wir im Kommunalwahlkampf. Und dieses zusammenzuführen ist der Job, den wir die nächsten 14 Tage haben. Denn wir leben in Europa und wir wollen Europa gemeinsam verändern. Aber wir leben auch in unserer Stadt, in unserem Dorf und wollen dort etwas verändern. In der vergangenen Wahlperiode haben wir mehr als 6.000 Mandatsträgerinnen und Mandatsträger gehabt. Die haben politischen Druck von links in die Kommunalparlamente gebracht. Das wollen wir aufbauen und da müssen wir uns jetzt 14 Tage noch mal richtig lang machen, damit das noch mal mehr werden. Die Linke hat ein starkes kommunalpolitisches Profil. Wir sind die Partei, die sich um die konkreten Probleme vor Ort kümmert. Und linke Politik beginnt für uns in der Kommune. Sozial, gerecht und ökologisch. Wichtig sind kluge Konzepte und frische Ideen. So sollte das sein. So wünschen wir uns das. Aber wir müssen auch ein bisschen ehrlich mit uns sein und gucken, ist das wirklich so? Sicher ist auf jeden Fall, unsere Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker sind das Gesicht für unsere Partei vor Ort. Wenn Gregor, Sarah und Dietmar mal wieder gewohnt gut in der Talkshow waren, werden sie vor Ort angesprochen haben, gesagt, Mensch, eure Leute, die haben das da ja prima gemacht wieder. Aber viel öfter werden wir als Kommunalpolitiker angesprochen mit dem hier, ey, da ist der Bordschein schon seit Monaten kaputt und die Straßenlaterne, die leuchtet auch nicht und das Klo in der Schule ist auch immer noch dreckig. Das sind so die Niederungen der Kommunalpolitik, mit der sich auch beschäftigt werden will. Und dieses kommunalpolitische Gesicht unserer Partei, das müssen wir noch stärken, da müssen wir noch hingehen und unsere Leute vor Ort ganz intensiv unterstützen, damit sie das auch aushalten können. Damit sie nicht immer nur für das angemacht werden, was in der Kommune gerade nicht gut ist, sondern damit wir es schaffen, unsere Anträge, unsere Ideen wirklich mal vor Ort bekannt zu machen. Unsere Kommunalpolitiker arbeiten zu allergrößten Teil im Ehrenamt. Wir haben auch Bürgermeisterinnen und Landräte. Die sind hauptamtlich beschäftigt und noch viel deutlicher das Gesicht unserer Partei. Auch die brauchen unsere Unterstützung. Aber vor allem das Ehrenamt braucht unsere Unterstützung. Weil wenn jemand alleine im Rat sitzt, kann er das irgendwie 4 bis 6 Jahre irgendwie nicht gut aushalten, wenn er damit alleine bleibt. Sondern da müssen wir hingehen und sagen, pass mal auf, ich habe Lust, mit dir das zusammen zu machen und lass uns das weitermachen. Und wenn wir eine starke kommunalpolitische Gruppe vor Ort haben, wenn wir es schaffen, unsere Anträge nicht nur in der Kleinstgruppe am Küchentisch zu entwickeln, sondern damit wirklich in die Öffentlichkeit zu gehen, in die Sportvereine, zur Feuerwehr, im Kirchenchor, und in die Bürgerinitiative für den Heckenschutz. Dort mit den Leuten gemeinsam unsere Ideen entwickeln und ihre Ideen aufnehmen und praktische Politik vor Ort machen. Ich denke, dann haben wir es mal geschafft, so ein bisschen in der Bevölkerung anzukommen. Das müssen wir weiter aufbauen. Und dafür braucht unsere Kommunalpolitik vor Ort die Unterstützung von euch allen. Und deshalb möchte ich noch einen kleinen, klitzekleinen Werbeblock nachher für unseren kommunalpolitischen Antrag beibringen. Lasst uns ihn solidarisch beschließen. Lasst uns nicht übers Komma fighten. Darum geht es nicht, denn Kommunalpolitik ist Vielfalt und Kommunalpolitik wird halt vor Ort gemacht. Danke.